Meine Damen und Herren auf der Regierungsbank, geschätzte Abgeordnete, Kollegen vor allem, aber liebe Österreicherinnen und Österreicher, die Sie heute diese, ich möchte sagen, historische Debatte, und das wird es wahrscheinlich auch sein, zu Hause mitverfolgen. Ich sage es Ihnen so, wie es ist, ich sage es Ihnen ganz ohne Umschweife, ich bin entsetzt, ich bin fassungslos, ich bin erschüttert und ich bin schockiert angesichts dessen, was die Bundesregierung, bestehend aus ÖVP und Grünen, gemeinsam mit ihren Steigbügelhäutern einer Scheinopposition hier und heute im Rahmen des Impfpflichtgesetzes auf den Weg bringen will. Und ich gehe davon aus, dass es in diesem Land gegenwärtig Millionen von Menschen gibt, die genauso empfinden, wie ich das tue. Und ich werde Ihnen sagen, warum. Einfach deshalb, weil diese Einführung einer Impfpflicht, das ist ja in Wahrheit nichts anderes als ein Impfzwang, weil das nichts anderes ist als ein gigantischer Anschlag auf die Freiheit der Österreicherinnen und Österreicher. Und weil es ein regelrechtes Attentat ist, möchte ich sagen, auf die Menschenwürde der österreichischen Bevölkerung. Geplant und vorbereitet worden ist das alles ganz akribisch von einer verantwortungslosen Bundesregierung unter dem Kommando eines verantwortungslosen Bundeskanzlers Hand in Hand mit einem verantwortungslosen Gesundheitsminister. Das ist diejenige Regierung, von der die Menschen außerhalb der Mauern dieses Parlaments und außerhalb ihrer Ministerien längst sagen, das ist die schlechteste und kaltherzigste Regierung, die Österreich je gehabt hat. Umgesetzt, man könnte auch sagen abgenickt, wird dieses Gesetz von Abgeordneten der ÖVP und der Grünen ebenso verantwortungslos, von Abgeordneten, die vergessen haben, dass dieses Parlament hier keine verlängerte Werkbank für Ministerien ist, die vergessen haben, dass sie ein Gelöbnis auf die österreichische Bundesverfassung abgegeben haben und die offenbar dieses Hohe Haus verwechseln mit einer Vollversammlung von Pharmalobbyisten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das kommt noch erschwerend hinzu. Willfährig unterstützt werden diese verantwortungslosen Akteure von ebenso verantwortungslosen Abgeordneten von sogenannten Oppositionsparteien namens SPÖ und NEOS. Meine Damen und Herren, ich habe das Gefühl, Sie befinden sich in Geiselhaft Ihrer beiden Parteivorsitzenden. Zwei Damen, die für eine ganz, ganz billige Nebenrolle alles opfern, was ihrer Partei heilig ist, für eine Nebenrolle in einem jämmerlichen Regierungsschauspiel. Werden die eigenen Grundsätze über Bord geworfen? Werden die eigenen Wähler, die eigenen Mitglieder, die eigenen Funktionäre und der eigene Club verraten? Da können Sie sich wirklich gratulieren. Meine Damen und Herren, diese Impfpflicht, das ist ein Akt der Entrechtung. Da werden mit einem Schlag Millionen Österreicherinnen und Österreicher downgegradet, würde man auf Neudeutsch sagen. Sie sind keine eigenständigen, keine souveränen Menschen mehr, sondern sie kommen auf die Stufe von Befehlsempfängern, von Unterworfenen, von Knechten, von Leibeigenen, hätte wahrscheinlich Herr Schallenberg, Ihr Vorgänger unseligen Angedenkens, gesagt. Mit dieser Impfpflicht, meine Damen und Herren, wird in Österreich dem Totalitarismus der Weg bereitet. Es ist nichts anderes. Es ist die Einführung des Gesundheitskommunismus. Und es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass wir zur Bekämpfung eines chinesischen Virus das chinesische Gesellschaftsmodell in Österreich einführen, das sich durch vieles auszeichnet, aber nicht durch Freiheit und Demokratie. Totalitarismus, das, was der Einzelne will, das zählt nicht mehr. Es zählt nur mehr das, was für die Masse gut ist. Und das, was für die Masse gut ist, das werden uns in Zukunft Kapazunder vom Format eines Herrn Gesundheitsminister Mückstein vorgeben. Die werden uns sagen, was für die Masse gut ist. Und derjenige, der sich nicht daran hält, wird verfolgt wie ein Krimineller. Meine Damen und Herren, das ist ein Türöffner für Dilettantismus und Willkür gleichermaßen und kann niemals die freiheitliche Zustimmung finden. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich,
Ich schäme mich heute an dieser Stelle und an diesem Rednerpult für die Abgeordneten der ÖVP und der Grünen und ich schäme mich für die Abgeordneten der NEOS und der Sozialdemokratie, die das hier alles durchziehen wollen, die das durchziehen wollen in ihrer Verblendung, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ich schäme mich im Übrigen auch für diejenigen, die nicht den Mut gefunden haben, eine abweichende Meinung hier im Parlament bei der Abstimmung zu vertreten, sondern lieber zu Hause zu bleiben unter irgendwelchen fadenscheinigen Ausreden. Und meine Damen und Herren, zugleich bin ich stolz. Zugleich bin ich sehr, sehr stolz darauf, Clubobmann und Parteiobmann der Freiheitlichen Fraktion hier in diesem Haus zu sein, weil wir die Einzigen sind, die bei diesem Irrsinn nicht mitmachen, weil wir ihren totalitären Anwandlungen die Stirn bieten, weil wir dagegen stimmen und weil wir damit ohne Wenn und Aber die Freiheit der österreichischen Bevölkerung verteidigen und mit ihr die Verfassung und mit ihr die Wahrheit in diesem Land. Wissen Sie, mich überrascht das gar nicht, dass Sie die negative Entwicklung so weit getrieben haben, dass es so weit gekommen ist, dass wir heute an diesem Punkt stehen. Und ich werde Ihnen sagen, warum. Denken Sie zurück an den Dezember 2020. Damals hat die Freiheitliche Partei eine Petition gegen den Impfzwang in diesem Land ins Leben gerufen. Das war 2 Wochen, bevor Sie mit Ihrer Impfinszenierung begonnen haben. Und wir haben das deshalb gemacht, weil wir alarmiert waren und weil wir schockiert waren, ob der Verbissenheit und ob dem Fanatismus, den Sie an den Tag gelegt haben, als es darum ging, diese Impfung als ausschließlichen Gamechanger in die Öffentlichkeit zu bringen und alles andere für unzulässig zu erklären. Das hat uns alarmiert und das hat uns wachsam gemacht. Und wir haben der Bevölkerung gesagt, ihr werdet schon sehen, Achtung, passt auf, es läuft auf einen Impfzwang hinaus. Alles andere sind nur Vorstufen. Und am Ende steht die totale Macht für eine Bundesregierung und auf der anderen Seite das totale Ausgeliefertsein und die totale Ohnmacht für die österreichische Bevölkerung. Das haben wir gesagt. Und dafür sind wir verunglimpft worden, verächtlich gemacht worden. Und diese Bundesregierung und mit ihr natürlich die Mainstream-Medien, wie soll es denn anderes sein, die haben uns als Lügner bezeichnet. Und viel mehr noch, es ist viel mehr noch passiert. Die Vertreter dieser Bundesregierung haben Stein und Bein geschworen, dass es niemals so weit kommen wird. Es wird keinen Impfzwang geben. Und ich habe Ihnen ein paar Zitate zur Auffrischung, zum Boostern Ihrer Erinnerung mitgebracht. Kollegin Köstinger, im April 21, wir wollen auf jeden Fall keine Impfpflicht in Österreich. Der grüne Gesundheitsminister Mückstein, also ich bin gegen eine Impfpflicht, weil ich glaube, dass wir damit nichts erreichen werden. ÖVP-Club-Obmann Wöginger hier im Parlament, ich betone es, es gibt keine Impfpflicht in diesem Land und es wird sie auch nicht geben. Ihr ehemaliger Bundeskanzler Sebastian Kurz, falls Sie sich noch erinnern können, wir haben in Österreich keine Impfpflicht und das ist gut so. Verfassungsministerin Edtstadler, eine Impfpflicht schließe ich kategorisch aus. Die wird es nicht geben. Da sollen die Menschen selbst entscheiden. Und zu unguter Letzt darf Werner Kogler natürlich nicht fehlen. Ich schließe eine Impfpflicht aus. Eine generelle Impfpflicht schließe ich tatsächlich aus. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt steht diese Impfpflicht vor der Tür. In wenigen Stunden wollen Sie sie hier herinnen beschließen. Und jetzt frage ich Sie, wer hat hier die Unwahrheit gesagt und wer hat die Bevölkerung belogen und wer hat der Bevölkerung reinen Wein eingeschenkt und wer hat ihr die Wahrheit gesagt? Jede dieser Aussagen, die ich zitiert habe, jede einzelne, und das waren bei Weitem nicht alle, ist ein einziger Stich in das Herz ihrer Glaubwürdigkeit. Sie sind in der Zwischenzeit verblutet, was ihre Glaubwürdigkeit betrifft. Und meine Damen und Herren, sehen Sie, das ist das Problem dieser Bundesregierung. Da ist nichts übrig geblieben von dieser Glaubwürdigkeit nach 2 Jahren sogenannter Pandemiebekämpfung. Und jetzt verstehe ich schon, dass Sie das ausblenden von Seiten der ÖVP und der Grünen, aber dass das den NEOS und dass das der SPÖ nicht auffällt, das verwundert dann doch einigermaßen.
Sie vertrauen jetzt denen, die in wenigen Stunden gemeinsam mit Ihnen das beschließen, was Sie ein Jahr lang ausgeschlossen haben. Und Sie vertrauen damit denjenigen, die Sie belogen haben und Ihnen jetzt erklären, dass das alles notwendig ist, der einzige Weg aus der Krise und so weiter und so weiter. Ja, meine Damen und Herren, das kann doch nicht Ihr Ernst sein als selbstbewusste Vertreter einer Oppositionspartei. Das gibt's doch nicht, möchte ich meinen. Glauben Sie wirklich, dass die Leute draußen vor den Mauern des Parlaments, dass die wirklich nicht wissen, was außerhalb der Grenzen Österreichs gegenwärtig passiert? Dass die nicht wissen, dass in Großbritannien die Maßnahmen auslaufen, dass Schweden ohne diese Quälerei und Sekiererei der eigenen Bevölkerung besser, lieber Kollege Böginger, besser durch die Krise gekommen ist als Österreich? Und glauben Sie wirklich, dass die Leute nicht wissen, dass die Tschechen gerade ihre Pläne zur Impfpflicht einstampfen? Das ist epidemiologischer Sondermüll. Das landet auf der Altlastendeponie, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und die Menschen bekommen das mit. Und wenn Sie es mir nicht glauben, dann darf ich Ihnen einen Nachrichtensender zitieren. NTV, ich hoffe, es ist gut genug. Ich hoffe, es ist in Ihren Faktenchecks nicht auch schon ein Schwurbelsender. Ich zitiere. Die Omikron-Welle ist gewaltig, doch verblüffend ungefährlich. Spanien, Großbritannien, Dänemark und die Schweiz wollen das Virus bereits wie eine Grippe behandeln. Zitat Ende. Und es wird noch interessanter für Sie. Die virologischen Galionsfiguren ihrerseits, die Herren Fauci und Drosten, die fallen Ihnen auch schon in den Rücken. Die gehen in eine ähnliche Richtung wie diejenigen, die Sie jahrelang beschimpft haben. Sie sagen Ihnen, die Pandemie geht zu Ende und am Ende wird es so sein wie eine Grippe. Was heißt das evidenzmäßig? Was heißt das? Das Virus wird immer ungefährlicher, die Impfung wird immer unwirksamer. Und Sie kommen genau zu diesem Zeitpunkt daher mit dem Vorschlag, in Österreich einen Impfzwang einzuführen. Ja, auf das muss man erst einmal kommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auf das muss man erst einmal kommen. Während alle anderen die Maßnahmen abschaffen, wollen Sie von 18 Jahren begonnen bis zur Urgroßoma alle in die Nadel treiben. Das ist wirklich ein Stück Wahnsinn, das Sie hier heute auf den Weg bringen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte mich an dieser Stelle an die Abgeordneten der einzelnen Clubs wenden. Geschätzte Abgeordnete der Grünen, Frau Kollegin Maurer, verlieren Sie nie mehr ein Wort. Was heißt ein Wort? Verlieren Sie nie mehr eine Silbe im Zusammenhang mit Datenschutz. Game over für die Grünen in diesem Zusammenhang. Unterlassen Sie in Zukunft jede Kritik gegenüber einer individuellen Zielfahndung auf richterliche Anordnung im Kampf gegen einzelne Kriminelle oder gegen die organisierte Kriminalität, wenn Sie heute zu einer Rasterfahndung Ihre Zustimmung geben, wo Millionen gesunde Menschen ins Visier der Polizei und der Gesundheitsbehörden geraten, ohne dass man ihnen irgendetwas vorwerfen kann. Von Ihrer Position zur Gentechnik rede ich gar nicht mehr. Auch hier hat sich Ihre Glaubwürdigkeit in Luft aufgelöst. Und es werden einige bei den Grünen heute noch ein Elementarerlebnis haben, wenn sie nämlich sehen werden, dass sie in Wahrheit Feinde der Freiheit und Freunde des Totalitarismus sind. Geschätzte Abgeordnete der SPÖ, ich würde an Ihrer Stelle noch einmal darüber nachdenken, ob es wirklich ein gutes Argument ist zu sagen, die Regierung hat alles verbockt im Corona-Management, sie hat versagt, wo man nur versagen kann. Und deswegen unterstützen wir jetzt die Versager bei ihrem größten Versagen, nämlich bei der Einführung der Impfpflicht. Was ist denn das für ein Argument? Ich hätte da kein gutes Gefühl, aber es passt in die Linie Ihres roten Vordenkers in Wien, der ja jetzt den Ungeimpften auch noch den Arbeitsplatz wegnehmen will. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist die neue Linie der Sozialdemokratie. Arbeitsplatzvernichtung, Wohlstandsvernichtung statt Schutz der Arbeitnehmer in diesem Land. Das sollen die Menschen wissen. An die Adresse der NEOS, Frau Kollegin Meindl-Reisinger. In Ihrem Programm heißt es so schön, im Zweifel für die Freiheit. Wunderbar formuliert. Ja, haben Sie denn überhaupt keine Zweifel? Haben Sie denn überhaupt keine Zweifel bei all dem, was da auf den Weg gebracht wird? Das kann ich da gar nicht glauben. Was ich glauben kann, ist, dass Sie bereit sind, die Freiheit aufzuopfern, damit Sie den Mächtigen gefallen. Das kann ich glauben. Das kann man auch machen, Frau Meindl-Reisinger. Das kann man auch machen.
Aber den Anspruch stellen, gleichzeitig Parteiopfer einer liberalen Partei zu sein, das geht sich dann nicht mehr aus. Lesen Sie Sir Karl Popper über die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Ich glaube, es wird für Sie eine erhellende Lektüre sein. Und was die Abgeordneten der ÖVP betrifft, ja, vielleicht denken Sie auch noch einmal drüber nach, ob es wirklich die adäquate Interpretation von christlicher Nächstenliebe ist, wenn man Millionen Menschen in die Verzweiflung treibt, wenn man sie in Sorge und in Angst versetzt, wenn man sie kriminalisiert oder zu Bürgern zweiter Klasse machen will, nur weil ein paar aus ihrer Führungsebene weiter den Tanz um das goldene Kalb aus Kontrolle, Geld und Macht tanzen wollen. Denken Sie darüber nach in der verbliebenen Zeit. Und jetzt, ich fürchte, dass das alles nichts nützt. Ich fürchte, dass Sie heute die Mehrheit haben werden bei dieser Abstimmung. Aber dieser Abstimmungserfolg unter Anführungszeichen, das wird Sie nicht glücklich machen, das sage ich Ihnen. Einfach deshalb, weil echte Zufriedenheit und Glück niemals aufgebaut sein kann auf dem Leid und auf der Unfreiheit von Millionen Menschen. Das zeigt Ihnen ein Blick in die Geschichtsbücher. Und das werden Sie selbst am eigenen Leib zu spüren bekommen, das prophezei ich Ihnen schon heute. Wir Freiheitliche bleiben heute in der Minderheit, aber nur hier herinnen. Weil draußen mit den Menschen, die inzwischen unzufrieden sind mit ihren Maßnahmen, da haben wir längst die Mehrheit, und diese Mehrheit, die wird täglich größer. Und das sage ich Ihnen auch. Das sage ich Ihnen auch. Mit diesen Menschen, und das ist ein Versprechen von mir aus an dieser Stelle, mit diesen Menschen werden wir die Impfpflicht auf jeden Fall zum Kippen bringen. Unter Ausnutzung ihrer eigenen Bürokratie. Sie werden sie noch wundern. Wir werden sie zu Fall bringen unter Berufung auf die Gerichte in allen Instanzen und nicht nur in Österreich. Und wir werden sie vor allem zu Fall bringen durch demokratische Wahlen. Ja, Sie werden als Ja-Sager von heute Ihrer gerechten Strafe morgen nicht entkommen. Das wird Ihnen weder moralisch noch rechtlich noch politisch gelingen. Und eines können Sie mir glauben, im Unterschied zu Ihnen pflege ich meine Versprechen einzuhalten. Im Übrigen auch dasjenige, dass ich selbstverständlich weiterhin ungeimpft bleiben werde, auch wenn Sie mich sowie Millionen Österreicher dazu zwingen wollen.